Hallo liebe Zuschauer, hier ist der Nino vom Danzai-Blog und heute habe ich einen Interviewpartner hier, den Herrn Schweizer, und der ist Oberbürgermeister, sagt man nicht, ne? Bürgermeister von dem Dorf Klicksbühl. So, ja, Herr Schweizer, ich bin auf Sie aufmerksam geworden, weil wir sind ja bei Ihnen im Dorf Klicksbühl, sind wir untergekommen in der Ferienwohnung. Super, schön. Und meine Frau hat bei der Recherche, wo wir denn unterkommen wollen, auch gesehen, dass Klicksbühl eine Menge für die Energiewende getan hat. Und vielleicht sagen Sie mal kurz zwei Worte zu sich und was Klicksbühl denn genau getan hat, damit meine Frau so begeistert werden konnte. Ja, in Klicksbühl haben wir natürlich früh angefangen mit der Erzeugung erneuerbarer Energie. Der erste Bauantrag wurde quasi schon 1978 für eine Windkraftanlage gestellt. Das ist früh. Das war sehr früh. Und dann 1993 ist es tatsächlich gelungen, dass wir einen Bürgerwindpark initiiert haben, wo alle Bürger mitmachen konnten, die Gemeinde selber auch, sodass es tatsächlich zu 100% in Bürgerhand gegeben ist. Und da wurde die erste Erfahrung gesammelt. Das war ein Stück weit mühselig auch. Und die Gewinne noch nicht so sprudeln, wie das heutzutage dann der Fall ist. Und im Jahr 2009 wurde dann die zweite Gesellschaft gegründet. Da sind fast 300 Gesellschafter drin und die dritte ist gerade in Arbeit, aber alles tatsächlich in Bürgerhand. Und da achten wir auch als Gemeinde drauf. Wir pachten selber zum Teil jetzt auch Flächen an, dass wir tatsächlich sie im Gemeindebereich auch nutzen können. Und so haben wir in der Zwischenzeit über rund 46 Megawatt Windleistung im Dorf stehen. Wow. Und nochmal 1,2 Megawatt PV und noch zwei Biogasanlagen mit jeweils 800 kW. Also wir produzieren sehr, sehr viel mehr Strom, als wir tatsächlich verbrauchen. Und deshalb ist unser Ansinnen eben, dass wir die Wertschöpfungskette aus diesem Rohstoff Strom bei uns vor Ort verlängern. Das ist eigentlich die große Aufgabe, weil wir sind ja am Ende Deutschland, das ist nicht in Wuppertal. Ja. Das ist der große Unterschied. Und da muss man einfach sehen, wie man über die Runden kommt. Und das EEG geht ja tatsächlich zu Ende, das muss man auch im Auge haben. Und dann wird sich auch die Einnahmeseite, auch im Bereich der Gewerbesteuer, dramatisch verändern. Und im Moment sehe ich weit und breit noch nicht so richtig den Ersatz. Früher hatten wir die Verteidigungsindustrie, dann kam das Glück mit der erneuerbaren Energie, aber das geht jetzt auch zu Ende. Und die Frage ist, was passiert dann? Das ist so das, was mich als ehrenamtlich, ich bin nur ehrenamtlicher Bürgermeister, das ist ja ohne Bezahlung und so. Okay. Aber das heißt nicht, dass man nicht trotzdem auch denken kann. Ja. Also ich sage immer, nicht jeder A16er ist so gut, wie er bezahlt wird. Da ist wohl was Wahres dran, ja. Wie viele Windanlagen sind das insgesamt in der Anzahl? Das sind 14 und dann noch zwei externe, also 16 insgesamt, die da laufen, so die 3 Megawatt-Klasse, 3,6 Megawatt. Und die produzieren natürlich bei uns enorm. Und zurzeit haben wir sogar noch einen Teststandort entwickelt für Windkraft 2.0 mit einer sogenannten Drachenwindkraftanlage, die enorme Zugkräfte entwickelt. Die Drachen wurden bisher oder werden eingesetzt in der Schifffahrt, also bis zu 2 kW Leistung erbringen und eben da vor dem Schiff hin und her tanzen und dadurch den Kraftstoffverbrauch reduzieren. Und da geht man jetzt in die Windkraft mit rein und das hat natürlich den Vorteil, dass ich ganz neue Felder noch erschließen kann. Denn der Materialeinsatz beträgt nur etwa 5 bis 10% im Vergleich zur konventionellen Anlage. Oh, das ist enorm. Und, und ich werde in Zukunft damit auch eine größere Akzeptanz haben. Warum? Der Drachen ist weit oben in 600, 800 Meter Höhe. Das ist noch ein kleiner Punkt. Das Seil sehe ich nicht im Grunde. Und hören tue ich es dann auch nicht und kann dann in Zukunft sogar solche Anlagen an Flugplätzen fliegen lassen. Denn nachts, wo wir in Deutschland ja meistens keinen Flugbetrieb haben, kann ich meine Drachen steigen lassen und wenigstens da noch Strom erzeugen. Das ist sozusagen und leicht auf- und abbaubar. Richtig, richtig. Und ist auch für Katastropheneinsatz interessant. Das ist dann zum Teil im kleinen Container drin. Und ich komme selber aus der Luftfahrt und weiß eben, wie groß die Energie in Höhenwinden ist. Das sind ja ganz andere Geschwindigkeiten als in Erdnähe. Und immer, wenn ich früher auf meinen Navigationsrechner geguckt habe, habe ich gesagt, Menschenskinder, wenn wir diese Energie anpacken können. Also wir werden ja zum Teil, ich bin geflogen bei 180 Meter pro Sekunde von vorne, von hinten oder von der Seite, nicht 100, 180 Knoten, das sind ja eine Menge, das sind 90 Meter pro Sekunde, das sind ja Riesenmengen im Grunde genommen.
Also ich finde, das klingt super spannend. Was jetzt in Kitzbühel auch noch ist, wir haben also ja auch schon selber mit dem Tesla die letzten zwei Nächte laden können. Ihr habt nämlich 9 Ladestationen. Ja. Und die konnten wir tatsächlich auch nutzen an einem Kindergarten, glaube ich, oder einer Schule. Ja, das sind die 3,7 kW. Genau, richtig. Ladestationen. Da hat der Tesla schön gediegen über Nacht langsam laden können, dass auch die Windenergie da fleißig zuliefern kann sozusagen. Und ihr habt, ich mache das mal gerade so, ihr habt hier noch Carsharing-Auto angeschafft oder mehrere so. Ich glaube, zwei habt ihr, ne? Ja. Zwei Carsharing-Autos. Wie ist denn da die Akzeptanz? Wird das angenommen von den lokalen Bewohnern? Also es könnte ja immer mehr sein, aber man sieht, wir haben mit einem Auto angefangen und da hat man dann nach einem Jahr gemerkt, das könnte mehr sein. Und nach einem halben Jahr haben wir schon die erste schwarze Null geschrieben. Ach, okay. Also das muss ich sagen, ist für so ein Startup in dem Sinne ist schon sehr, sehr gut. Ja. Und von daher bin ich voll zufrieden, weil wir wollen ja keine Gewinne machen, wir wollen, dass sich das trägt. Und wir betrachten ja, wenn wir ein Projekt in der Gemeinde anfangen, immer die drei Aspekte. Das ist als erstes tatsächlich der ökonomische, weil wir am Ende Deutschlands leben. Wir wirklich überlegen müssen, wie kommen wir über die Runden in Zukunft. Und da ist natürlich der Aspekt der Wertschöpfungskettenverlängerung oder so, wie hier Stefan Wiese immer sagt, wir fahren lieber mit dem Strom vom Teig als mit dem Öl vom Steig. Da steckt ja alles drin. Und wir wollen ja nicht Putin noch mehr Geld geben, dass er noch mehr in die Krim einmarschieren kann und ähnliche Dinge. Und verwenden einfach unseren Rohstoff vor Ort. Das ist der erste Aspekt. Der zweite ist natürlich der ökologische Aspekt. So ein Auto ist ja einfach enorm effizient. Ja. Ich fahre mit dem mit 15 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das sind umgerechnet 1,5 Liter Benzin. Ja. Und ich hatte neulich das Gespräch mit dem Herrn Karg auf der Klimakonferenz Schleswig-Holstein. Und er sagt das so schön, ich bin zwar kein Elektromobilitätsfreak, aber mit diesen Fake News über das deutsche Stromnetz will ich heute Schluss machen. Und ich sage euch hier und heute, das deutsche Stromnetz könnte 43 Millionen Elektro-PKWs versorgen. Ja, das glaube ich auch. Und das finde ich unheimlich. Und er sagte, der Strombedarf würde dadurch nur um 20% steigen. Professor Quaschnik spricht ja von 16 bis 20. Ne? Und aber es ist so gut, wenn einer aus der Energiewirtschaft das sagt, dann nehme ich die 20%. Er sagt dann aber auch, würdet ihr das jetzt alles mit erneuerbarem Wasserstoff machen, dann würde der Strombedarf um 40% steigen aufgrund der Konversionsverluste. Und würde ich alles mit CH4, mit Methan machen, dann steigt auf 60%. So, und dann sieht man ja ganz klar, wo immer es geht, muss ich aus Effizienzgründen, muss ich quasi elektrisch fahren direkt. Das haben wir begriffen. Und der dritte Punkt ist natürlich der soziale Punkt, weil dieses hier kann jeder Mitglied sein in diesem Verein. Ich habe auch die älteste Dame, ist 91 Jahre, die hat selber keinen Führerschein mehr, hat ein Jahr beobachtet, sind wir stabil, dazu sind wir da. Und hat sich trotzdem natürlich beeilt, weil mit 91 ist man eben schon alt und die hat immer viel Besuch. Und die können sich dann ausfahren, zum Einkaufen, Apotheke, Ausflüge machen. Und die kommen aus München, aus Hamburg. Und so haben wir auch gemerkt, dass wir quasi einen Urlaubstarif einführen müssen, haben wir auch gemacht, fast zu den gleichen Bedingungen. Und wir hätten jetzt mit dem Zug anreisen können und wären trotzdem ganz mobil gewesen. Hätte das Ding dann mieten können und wir hätten dann auch vom Zug sogar noch abgeholt. Also die Martina hat ihr euch bestimmt abgeholt. Mit dem Auto gleich, ne? wir sind ja mit dem Tesla jetzt angereist, aber auch vorher. Ja. Deshalb, wir haben ja den Namen Dörfsmobil abgegeben an das Land Schleswig-Holstein. Dass es in Zukunft das Dörfsmobil Schleswig-Holstein gibt. Ah, okay. Und darunter die ganzen Dörfsmobile, Kitzbühel, Mädelby, Dörpum, Breklum, wie sie alle heißen, Boosbühel. Wir haben jetzt schon 15 an der Zahl und haben ja deshalb auch diesen Leitfaden entwickelt. Das hat die Akademie für ländliche Räume, der gesagt, Mensch, das ist ja wirklich ein interessantes Projekt für alle Gemeinden. Und deshalb haben wir ein bisschen Geld in die Hand genommen, auch vom Umweltministerium. Und konnten dann dieses Papier, da steckt ein Jahr Arbeit drin, das haben wir gemacht. Und das wurde an alle 1120 Gemeinden in Schleswig-Holstein verteilt. Und schon einen Tag später hat dann der Niedersächsische Gemeindetag auch angefragt, ob er es verteilen darf, digital natürlich. Und ich habe in der Zwischenzeit genauso viele Besuchsanfragen nach Niedersachsen wie in Schleswig-Holstein. Also das ist wirklich, läuft super. Und interessant ist ja,
dass als dieses Projekt ein halbes Jahr lief, wurde ich von VW und der Volkswagen Universität nach Wolfsburg eingeladen. Warum laden die mich da ein? Ja? Und die sagt, naja, sie interessiert das Thema Mobilität. Ich will nicht Autos verkaufen, aber ich will Mobilität verkaufen. Mhm. Und sie beobachten eben alles, was sich in diesem Bereich tut. Genauso kam Carshare jetzt. Wir haben auch alle Zeitungsartikel, alles, was über das Dörfmobil geschrieben wurde. Da wurde relativ viel geschrieben. Wenn Sie bei uns mal bei clicksmüll.de reinschauen, da haben Sie alle Artikel und Filme und was da so entstanden ist. Das ist eine Menge Zeug. Ja, da kann man mal reinschauen. Ja, einfach mal reingucken. Da ist auch die Beitrittserklärung, Satzungsbedingungen, können Sie alles runterholen und dann für Ihr Dorf anpassen. Und ich sage auch immer, Leute, fangt einfach an. Anpassen muss man eh immer ein bisschen. Und das Risiko ist ja gering. Ne? Unsere Leute zahlen 5 Euro Mitgliedsbeitrag im Monat und 3,50 Euro für die gebuchte Stunde. Da ist Strom, da ist Versicherung, da ist alles dabei quasi. Ne? Das ist günstig für Ja, ich habe gerade eine Masterarbeit bekommen von einem jungen Studenten, der hat alle Carshare Deutschlands verglichen und da waren wir mit dabei. Das freut einen natürlich. Schön. Und wir waren natürlich die günstigsten. Und er musste und dann ich will immer mal dazu sagen, bitte versteht den Kontext. Das Clicksmüll ist ein Dorf mit knapp 1000 Einwohnern. Also es ist schon eine enorme Leistung. Und er musste dann bei Bemerkungen, hat seine Spalte fast nicht ausgehalten, weil er ja ganz viel erklären musste, dass das eben alles ehrenamtlich gemacht wird und wir dadurch andere Kosten haben. Verstehe. Das ist eigentlich der Punkt. Aber das Interessante ist jetzt von den Carsharen, dass sie sagen, es wäre interessant für sie, mit uns zu kooperieren. Mhm. Warum? Weil er sagt, er kann das nicht leisten, dass jemand nach den Autos schaut, Auto putzt und so weiter, was eh kein großes Thema ist. Also die Leute gehen sehr sorgfältig damit um. Aber er könnte dann seinen Stadtkunden quasi auch im ländlichen Raum noch so ein Auto anbieten. Ja. Das ist interessant. Und wenn wir da einen Verbund hinbekommen, würde das bedeuten, wir sind dann, ich habe zwar eine White-Label-Card, mit der ich in Zukunft dann das Auto öffnen kann, dann die Abrechnung darüber erfolgt und ich könnte dann mit dieser Karte aber auch seine Stadtautos in den großen Städten nutzen. Okay. Ja, meine Damen und Herren, es gilt auch mal vor allen Dingen Dank zu sagen. Und zwar Thema. Dank an die Jugendfeuerwehr Engesande, die heute mit 10 Kindern die Platte. Ja, also Herr Schweizer, das ist wirklich enorm. Ich finde das, bin schwer beeindruckt davon, was in so kleinem Raum mit so wenig Menschen dann doch an Potenzial da ist zu nutzen. Da bin ich tatsächlich ein bisschen neidisch. Aus einer Großstadt wie Wuppertal, wir haben 350.000 Einwohner und wir haben nicht diese Leistung an Windenergie und Photovoltaikanlage. Das war uns auch immer ein großes Thema, was meines Erachtens schleppend geht. Carsharing haben wir zwar auch, aber ich glaube, wir haben vielleicht 5 oder 6 Autos im Stadtgebiet und das ist natürlich im Verhältnis eigentlich viel zu wenig. Ne? Und von daher bin ich sehr neidisch, was Sie und Ihre Gemeinde da schon auf die Beine gestellt haben. Haben Sie denn einen Tipp für eine Stadt wie Wuppertal, wie kann man sowas skalieren? Das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, gerade auch in einer Stadt, die jetzt, ich weiß nicht, wie die Finanzsituation in Kriegsbild ist, aber in Wuppertal sind wir immer kurz vorm Nothaushalt mit 2 Milliarden Schulden. Hebesatz 800%, habe ich mal gelesen. Ne? Ja, genau, Grundsteuer richtig. B. Richtig. Die Frage ich verfolge die Gerichtsurteile über Wuppertal. Ja. Aber man muss ja immer gucken, dass man im Haushalt liquide bleibt quasi und keine Bedarfsgemeinde wird. Das ist aber, also ich sag mal, da einen Tipp zu geben, das ist ganz einfach, weil sie haben es unterm Strich ja viel einfacher, weil sie viel kompakter sind in der Stadtstruktur. Denn ein Hemmnis im Carsharing ist tatsächlich die Erreichbarkeit des Autos. Und im Winterhalbjahr noch schlimmer als im Sommerhalbjahr. Im Sommerhalbjahr fahren die Leute auch mal 1 Kilometer oder 2 mit dem Fahrrad und dann mit dem Auto. Im Winter ist es schon stark reduziert. Deshalb hoffe ich ja sehr stark auf das automatisierte Fahren. Demnächst nicht auf autonomes, sondern automatisiertes, auch mit rund 15 oder 25 Stundenkilometer, sodass das Auto selbsttätig zum nächsten Nutzer fahren könnte, dann würden wir quasi nochmal sehr viel mehr Nutzer bekommen. Aber jetzt zu Ihnen, Sie sind ja sehr kompakt und je kompakter ein Quartier ist, je einfacher wird es. Wenn Sie in Ihrem Bereich, ich sag mal, 5, 6 Leute finden, am besten 7 und Sie machen einen Verein. Verein ist auch eine vertrauensbildende Geschichte im Grunde. Dann haben Sie 7 Leute, holen sich ein Auto, Leasingrate 280 Euro, da ist ja auch gar kein Risiko drin und dann fangen Sie an. Und dann können Sie sogar, wir haben jetzt ein Buchungstool, aber man könnte sogar noch mit einem
Online-Kalender, wo man sich einträgt. Das ist schon wichtig, dass man sich einträgt und auch Mitfahrmöglichkeiten anbieten kann. Das tut unser Buch. Es muss transparent sein. Ganz genau, muss auch, dass man sich nicht ärgert. Ich komme da hin und Auto ist nicht da. Ja. Also ich gucke ja immer, ist das Auto weg, steht zur Verfügung, und ich mache ja als Bürgermeister alle meine Dienstfahrten. War ich nur elektrisch. Mhm. Weil wir machen auch einen CO2-Footprint gerade mit der Schleswig-Holstein-Netz AG, um einfach da unseren Ist-Zustand mal klar zu erfassen. Und da möchte ich eben alles, was wir als Gemeinde machen können, möchte ich mit unserem eigenen Rohstoff machen. Und ich habe gerade im Rahmen dieser CO2-Reduktion stellen wir auch um, sodass alle unsere Grünflächen mit Robotern elektrisch gemäht werden. Und wir haben bisher in dem Kleindorf 1000 Liter Kraftstoff durchgefeuert. Mhm. Und mein Hausmeister saß 210 Stunden da drauf, ein hochqualifizierter Mann. Und, ja, der macht jetzt Werkunterricht in der offenen Ganztagsschule. Ist ja viel wertvoller eingesetzt im Grunde. Und jetzt kommt es eigentlich, diese Mäher, die jetzt mähen, verbrauchen 1000 Kilowattstunden im Vergleich zu 1000 Liter. Das ist ein Zehntel. Ja. Und das ist eigentlich die Message, und das CO2-frei. Das andere hat 3 Tonnen erzeugt. Mhm. Und das muss man ja immer hochrechnen. Wir sind 1000 Einwohner. Im Kreis Nordfriesland sind wir 155.000. Dann sind es da 155.000 Liter nur fürs Rasenmähen. Also so ist eben auch durch ein bisschen Nachdenken kann man auch im kleinen Bereich eine Menge machen und macht keinen Lärm mehr, keinen Gestank mehr. Ja, das hat viele Vorteile. Ich brauche im Altenheim nicht mehr gucken, wann ist Mittagspause, sondern das. Wir haben auch einen Mähroboter zu Hause, und das ist das Beste seit Schnittenbrot. Ja, das ist. So, Herr Schweizer, Sie müssen jetzt aufhören, weil sonst nehme ich Sie gleich mit nach Hause und stelle Sie in der Stadt Wuppertal an. Unser Oberbürgermeister hat bei seinem Antritt seiner Amtszeit vor 2,5 Jahren gesagt, dass er als Dienstauto ein Elektroauto haben möchte, hat auch einen Chauffeur. Ja, ja. Und jetzt ist die Hälfte seiner Amtszeit rum, 2,5 Jahre, und er fährt immer noch mit dem Diesel. Ich hoffe, Herr Mucke gibt mal ein bisschen Gas und schafft sich zumindest mal ein Elektroauto für die Dienstfahrten. Das wäre ein Anfang. Ja, Sie müssen ihn, also da sehen Sie auch die Relevanz quasi von dem Carsharing, weil ich sag mal, Antriebswende ist ja noch alleine, also von Verbrenner auf Elektro ist noch keine Verkehrswende. Ja, also das hier, Antriebswende plus Sharing, das ist quasi schon der erste Schritt für die Verkehrswende. Und ich untersuche immer, welche SDGs werden von welchem Thema berührt. SDGs sind ja die Sustainable Development Goals, wo Frau Merkel 2015 unterschrieben hat, dass wir sie alle erfüllen bis 2030. Auch Ihr Bundesland hat unterschrieben, bis auf Sachsen, glaube ich, die haben nicht unterschrieben, aber alle anderen wollen bis 2030 diese 17 strategischen Ziele erfüllen. Und Mobilität berührt 9 von den 17 Zielen. Also da sieht man, welche Relevanz, welche Dimension das Ganze hat. Und das muss man dem Oberbürgermeister sagen, weil das soll auf der kommunalen Ebene letztendlich umgesetzt werden. Und von daher ist er einfach eine Pflicht. Ne? Ja. So, jetzt haben wir den Druck, finde ich, massiv auf Wuppertal erhöht. Ja, viele Grüße an einen Kollegen. Herr Mucke, ist er ein Soldbürgermeister, ich bin ja ein freier Bürgermeister. Ja. Das ist ja der Unterschied. Das wird das Problem sein. Er wird bezahlt, ich mache es eben so. Ja. Und wie gesagt, die Qualität eines Bürgermeisters hängt nicht von der Bezahlung ab. Ja, das stimmt. Das ist eine richtige Message vielleicht. Herr Schweizer, ich danke Ihnen vielmals für das Interview. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es freut mich, dass nach Klicksburg jetzt jemand gekommen ist, weil es dort eine Elektro-Tankstelle gibt. Ja. Das ist für mich auch eine wichtige Botschaft. Ne? Ja. Dass er natürlich mit Tesla gleich da 90 Kilowattstunden zieht, umsonst. Ne? 75, dann den Kleinen. Ah, ja, der Kleine, Gott sei Dank. Dankeschön, Herr Schweizer. Super, also alles Gute nach Wuppertal und guckt, dass er den Grundsteuer-B-Hebesatz wieder in gemäßigte Regionen bekommt. Aber ich verfolge immer die Gerichtsurteile dort, weil ich immer mich frage, wie weit kann ich gehen. Ja, okay. Wir sind bei 310%. Vielleicht überlege ich einen Umzug. Wenn ich heute mit meinem Wissen irgendwo hinziehen würde, ich würde immer gucken, wie sieht die Gemeinde aus, wie ist die finanzielle Lage, was sind die Kindergartenbeiträge und all das. Das sind ja so große Unterschiede. Da muss ich sagen, das geht auch nicht. Ja. Das geht echt nicht, was wir uns da erlauben. Und da spielt ja eine Gemeinde auf die andere aus. Mhm. Das ist nicht in Ordnung. Ja. Es gibt Sie viel haben zu vollkommen tun. Recht. Und das hängt alles mit den SDGs zusammen. Wenn wir das umsetzen, lösen wir auch diese Themen. Dankeschön.
So, das war Herr Schweizer, Bürgermeister von dem Dorf Klicksbühl hier in Nordfriesland. Ein extrem beeindruckender Mann, finde ich. Und auch extrem beeindruckend, was die Gemeinde da auf die Beine gestellt hat. So viel Windenergieleistung ist gar nicht gemerkt. Also 16 Windräder und Carsharing, Photovoltaikanlagen. Und sich wirklich Gedanken machen, wie kann das Leben in dem Dorf wertvoller gestaltet werden und attraktiver, und zwar ganzheitlich und nicht nur punktuell, hat mich sehr begeistert und sehr, sehr neidisch gemacht, muss ich sagen, weil Wuppertal da lange nicht so viel zu bieten hat, finde ich leider. Von daher kann man dieses Video nur als Aufforderung sehen. Herr Mucke, tun Sie was. Sie haben noch 2,5 Jahre Zeit. Das war's mal wieder. Lasst uns zusammen die Welt retten. Ich bin der Nino vom Danzer-Blog. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.